Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Wie liebe ich ihn? Martin. Martin. Gestatten? Ruby, mein Name. Ruby? Also, wer sich nach einem Stones-Lied nennt, sollte nicht mit Steinen werfen. Was noch? Ich erinnere mich jetzt wieder den Tod. Die Arbeit ist zu leicht für meinen Stolz. Tu, was niemand tut. Eine anständige Familie ging jeden Sonntag in die Messe. Grund des Antrags, drohende sexuelle Verwahrlosung und Arbeitsbummelei. Ohne jegliche Anklage. Ruby! 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 Aufstehen! Auch wir sind für Härte. Auch wir tragen Bärte. Auch wir gehen oft viel zu weit. Ich hab dich überall gesucht. Weißt du nur, dass du draußen bist? Schweine. Mit Gewalt verändert man nichts. Es hilft nur Gewalt. Gewalt herrscht. In einer Zeit von Elend und Not. Hallo Jungs. Waren zwei Brüder. Wir müssen die 869 Reichsmark sofort begleichen. Auf der Suche nach einem besseren Leben. Die Leute, die da reingehen, die haben richtig Geld. Sie nahmen sich alles. Das sind mindestens 50.000. Sie fürchteten keinen. Ab jetzt arbeiten wir zusammen und wir machen halbe halbe. Ich bin Erich Sass und das da drüben am Tisch, das ist mein Bruder Franz Sass. Wir sind Einbrecher. Das freut mich sehr, aber ich glaube, ich komme hier auch alleine rein. Seht doch schon aus wie Verbrecher. Ihr seid Brüder. Das ist am Ende das Einzige, was zählt. Sie trauten niemandem. Sie stahlen Millionen. Es ist mir eine Ehre, so berühmte Gäste begrüßen zu dürfen. Franz und Erich Sass. Und bei dieser Gelegenheit darf ich Ihnen auch die gesamte Abendgasse überreichen. Sie werden sie sich ja sowieso nehmen. Lala? Du? Eine wahre Geschichte von zwei Brüdern. Du hast ja richtig Übung da drin. Nicht direkt da drin. Mit nur einem Ziel. Wissen doch alle, was die auf dem Knopf wollte. Ganz Berlin weiß das. Ruhm. Hier steht, dass wir Helden sind. Die Kinder auf der Straße, die spielen schon Polizei und Sass. Und Reichtum. Ich weiß, was sie vorhaben. Das ist Wahnsinn. Gibt es überhaupt irgendwas, wofür du ins Zuchthaus gehen würdest? Ja, für dich. Ben Becker. Jürgen Vogel. Sass. Schon mal was von den Revelers gehört? Mensch, das ist doch die Idee. Erwin! Wir werden berühmt. Erwin! Das klingt seriös. Aber Freunde, das sieht sehr kompliziert aus. Das ist es auch. Und das Komplizierteste ist, dass es ganz einfach klingen muss. Veronika, der Lenz ist da. Wenn sie nur noch um Tage handelt, dann spricht kein Mensch mehr von den Revelers, sondern nur noch von Oh.
Agenturkomödie in Armenitz. Guten Tag. Wo ist die Post? Ja, ein Rundfunktermin. Ja, Moment, da muss ich erstmal nachschauen. Hallo, hören Sie? Also das wäre noch zu machen. Warum bleiben wir nicht einfach hier? Mensch, stell euch das mal vor, endlich wieder frei arbeiten. Frei? Was ist das? Was meinst du, mit welcher Freude Herr Julius Streicher Leute wie mich hier in ein Arbeitslager stecken würde? Arbeitslager? Du leidest an Verfolgungswahn. Du Heuchler! Von wegen überlegen, ob wir uns trennen sollen. Schluss mit dem weibischen Gedudel. Was bist du für ein mieses Schwein? Einfach brieflich die Scheidung einzureichen. Verfolgungswahn? Na komm, sag das nochmal! Verfolgungswahn! Keine Macht der Welt kann mich zwingen, in diesem Land noch einmal aufzutreten. Roman, bitte. Hörst du das? Das ist unser Publikum. Comedian-Namen ist Ben Becker, Heino Ferch, Ulrich Nöten, Heinrich Schafmeister, Max Diedorf, Kai Wiesinger sowie Merit Becker, Katja Riemann, Dana Ravrova, Otto Sander, Günter Lamprecht und Rolf Hoppe in einem Film von Josef Hilsmeier. Eine Legende kehrt zurück. Comedian Harmonis. Wenn sich im Wald ein Gewitter nähert, dann spüren die Tiere das und verschwinden irgendwohin. Der Mensch sollte sich öfter was von den Tieren abschauen. Das ist das Letzte, was mir meine Mutter geschenkt hat. Das möchte ich immer tragen. Herzlichen Glückwunsch, was ist deine Tochter? Nur weiter, Herrschaften. Aber in Deutsch, wenn ich bitten darf. Der Vater ist doch Deutscher. Ja, ich bin Deutscher. Haben Sie denn kein passendes deutsches Mädel gefunden? Kommen die Geier und stürzen sich auf ihre Beute. Bin er schon tot? Und wie wir tot sind. Morgus, es ist soweit! Was wird sich denn groß ändern? Wenn du denkst, dass das so gut ist, dann nimm dir doch einen Wimpel und geh mitwinken. Genau wie deine Landsleute. Hans Habermann! Alles Gute, mein Junge. Heil Hitler! Ich kann es nicht einrichten, dass Hans wiederkehrt. Zu welchem Opfer sind Sie denn für Ihren Schwager bereit? Amtlich gesehen ist Diana einfach eine Halbjüdin. Dann ist sie halt eine. Augusta hat die größte Mühle, die es hier gibt. Und die schönste Frau von allen. Deswegen bist du damit zu mir gekommen, weil du sie nicht gekriegt hast. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ein Deutscher und eine Jüdin? Genug jetzt. Wir haben uns verfahren. Zehn Tschechen muss ich hinrichten lassen. Und jetzt schreiben Sie mir die zehn Namen auf. Es wird sich doch irgendjemand finden, den Sie schon immer einmal umbringen wollten. Ein gutes Restaurant gehört einfach ein Pian. Auf die Ilona! Auf die Ilona! Alles Liebe zum Geburtstag, meine Herren. Ich habe kein richtiges Geschenk für Sie. Nur eine kleine Melodie. Ist noch nicht ganz fertig, aber sie ist nur für Sie. Hast du gemerkt, unser Pianist ist ja auch schon verfallen. Wieso auch? Wer ist mir denn noch verfallen? Da fallen mir schon ein paar ein. Begleiten Sie mich nach Berlin. Nirgendwo auf der Welt ist es aufregender. Deutschland ist erwacht. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach weiter, dann fällt dir die Entscheidung leichter. Seltsames Lied ist das. Das ist, wie wenn einem etwas gesagt wird, was man nicht hören will. Und eine geteilte Ilona ist mir immer noch lieber als keine Ilona.
5 Tote. Und ich bin schuld. Ich werde nie wieder komponieren. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.